Und ansonsten, was ich euch jetzt noch fragen wollte, ist... Hallo Freunde, heute geht's auf. Wir basteln Gehäuse für die Standheizung, damit die auch mal ein bisschen stiller wird. Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar ist es so, dass ich heute eine mündliche Nachprüfung hatte. Heute ist Donnerstag, also Sonntag kommt dieses Video. Und ja, die habe ich bestanden. Jetzt Ende März sind noch mal zwei Prüfungen. Nur, dass ihr mal aufgeklärt seid, einfach was bei mir so abläuft, weil ich ja immer schreibe, Prüfung, 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 Studium, Studium, Studium. Es ist wirklich so, ich investiere da sehr, sehr viel Zeit rein. Aber auf jeden Fall will ich euch nicht vernachlässigen. Und werde natürlich weiterhin Videos bringen und heute kommt dann auch mal wieder was Gescheiteres. Ich habe gute Laune und ja, das wollte ich einfach mal ganz kurz loswerden und ich denke, jetzt können wir auch langsam mal anfangen. Ja, ich habe mir da ein bisschen was Spezielles überlegt. Mal gucken, ob ich das alles so hinkriege, wie ich mir das denke. Mal schauen. Ich habe lange überlegt, was ich zum Dämmen benutze, ob ich normal Styropor benutze oder so. Aber da ich eh noch ein bisschen Armaflex brauchte für meine Rettkästen, habe ich mir einfach ein bisschen Armaflex bestellt. Ich habe mir das geteilt mit einem von euch sozusagen und da wird auch noch ein Video kommen, weil den Bus wollen wir komplett nochmal dämmen. Dann haben wir uns 12 Quadratmeter geteilt. Und ja, ich habe jetzt hier 3 Quadratmeter sozusagen, also lang dicke. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich den Rest sozusagen auch verwerten, um dann damit halt eben die Standheizung sozusagen zu dämmen bzw. ein bisschen leiser zu kriegen. Mal gucken, ob das hilft oder ob das gut ist. Freunde, jetzt ist der Kasten fertig. Wie man sieht, kann man auch schön drauf sitzen. Bleibt bitte ganz kurz noch dran, weil ich habe gleich noch eine Frage an euch. Die Geräuschkulisse hat sich hervorragend verbessert. Jetzt läuft sie gerade auf voller Leistung. Ich weiß nicht mal, ob man das im Hintergrund hört mit dem Mikrofon. Das werde ich natürlich erst im Nachhinein feststellen am PC. Also so hört sich das dann an. Und natürlich wird das alles noch grau gestrichen, so wie die anderen Möbel auch. Nur dafür hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Heute ist Freitag. Und heute Abend fahren meine Freundin und ich los. Wohin es geht, seht ihr natürlich in den nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall dranbleibt. Da wird die Standheizung dann auch nochmal richtig real getestet und natürlich auch mal der Temperaturmodus gefahren. Mir ist aufgefallen, dass der Test, den ich gemacht habe, nicht so sinnvoll war. Irgendwie war ich da so ein bisschen wahrscheinlich mit dem Kopf, irgendwie wollte ich unbedingt das machen. Aber ihr habt mich ja auch schon darauf hingewiesen oder einige von euch, dass es nicht so sinnvoll war, die mittlere Stufe zu wählen. Aber das werden wir dann auf jeden Fall in den nächsten Videos ändern. Oder falls ihr noch einen weiteren Test sehen wollt, sagt es einfach bitte mal, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, was ich euch jetzt noch fragen wollte, ist, der zweite Ausströmer fehlt noch. Also vielleicht ist es jemandem aufgefallen im Video, ich habe noch einen zweiten Ausströmer. Den habe ich ja erstmal hier jetzt unter die Bank gelegt und der kommt jetzt so hinten so ein bisschen da raus. Was nicht optimal ist natürlich, aber ich wollte den noch nicht hier verlegen, unter dem Bett oder so. Weil nachher kommen ja hier die Platten hin und dann kommt die Luft irgendwie nicht mehr so richtig in den Raum rein. So habe ich jedenfalls so das Gefühl. Und deswegen wollte ich euch fragen, was ihr davon haltet, wenn ich den hier hin packe irgendwie, mit in den Schrank sozusagen rein. Weil das habe ich jetzt auch noch nicht umgesetzt, weil ich vielleicht dachte, die heiße Luft steigt ja nach oben und dann dauert das länger, bis es warm ist. Aber ihr könnt ja bitte mal eure Meinung dazu sagen, in die Kommentare schreiben. Und das würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, weil das habe ich jetzt extra noch nicht gemacht, um euch zu fragen. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die kleine Reise und hoffe, ihr seid dabei. Gerne abonnieren, falls ihr noch mehr sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!